Es ist mal wieder Zeit für einen Disney-Haul. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum November-Haul und meinem letzten Haul, wahrscheinlich aus Deutschland. Und meinem letzten Video erstmal aus dieser Wohnung. Ja, diese Woche ist es soweit. Ich beginne meinen neuen Job in der Schweiz und werde auch vorübergehend bei meinem Freund einziehen. Wie gesagt, die Wohnung bleibt erstmal, aber mein ganzer Kram bleibt hier. Natürlich muss ich einiges mitnehmen zum Anziehen, aber erstmal wird es das letzte Video sein in der Konstellation. Ich weiß auch gar nicht, ob es ein Dezember-Haul geben wird, weil ich nicht weiß, ob ich zum Einkaufen komme oder was ich überhaupt im Dezember kaufen werde. Das werden wir sehen. Es ist ja auch immer ein bisschen schwieriger mit dem deutschen Shops in die Schweiz schicken. An die Grenze könnte ich es schicken, aber da kostet immer jedes Paket dann nochmal 5 Euro extra für den Service. Könnte ich natürlich zu meinen Eltern schicken oder zu meiner Freundin. Werde ich auch hin und wieder mal machen. Aber das möchte ich natürlich auch nicht ausarten lassen. Deswegen mal sehen, ob es einen Dezember-Haul gibt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden bei Instagram. Aber seien wir einfach mal positiv gestimmt. Ja, was wir alles dabei haben, wir haben Primark, wir haben Shop Disney, wir haben unglaublich viel Disneyland Paris. Da sehe ich gerade, da fehlt noch der eine Spirit Jersey, den muss ich gleich noch holen. Der liegt nämlich schon auf dem Stapel für die Schweiz. Genau, wir haben Shop Disney, wir haben einige kleinere Shops. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit den sonstigen Sachen und gehen dann peu à peu die Shops durch. So, dann starten wir mal mit diesem Buch hier. Ja, das habe ich mir bei Amazon bestellt. Es ist ein richtig dicker Schinken. Entschuldigung. Das ist das Buch The Imagineering Story. The Official Biography of Walt Disney Imagineers. Das ist das passende Buch zu der Serie auf Disney Plus. Und wie gesagt, ein richtig dicker Schinken auf Englisch. Ich packe euch die Links natürlich wie immer unten in die Infobox. Ja. Ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme, es zu lesen. Aber es sind sehr interessante Fakten drin, auch Geheimnisse zum Disney Imagineering. Und auf jeden Fall ein richtig cooles Buch. Was es gekostet hat, da muss ich mal selbst schauen. Dieses Mal bei den Preisen ist es auch immer so eine Sache gewesen, die stehen auch nicht immer dabei. Aber ich schaue natürlich gerne in meinem Amazon-Account, was ich bezahlt habe. Also das Buch hat 32 Euro gekostet. Ja, genau. Könnt ihr gerne bei Amazon mal schauen. Wie gesagt, auf Englisch. Dann musste ich mir natürlich, jetzt wo es die Sachen immer mal wieder bei Funko Europe gibt, musste ich mir den Ruck von Stitch Up hier bei Loungefly natürlich kaufen. Und ich glaube, er hat hier 100 Euro gekostet, aber der Versand war kostenlos. Und ich habe auch keinen Zoll bezahlt. Wenn es ihn noch gibt, packe ich euch den Link unten rein. Ein wunderschöner Lebkuchen-Weihnachtsrock. Also, liebe ihn. Ja, in Amerika kosten die Röcke 75 Dollar. Ne, dann mit Versand oder halt hier rüberschicken, wäre man genau bei demselben Betrag. Deswegen, ja, wollte ich ihn unbedingt haben und habe ihn mir gegönnt. Ich trage die Röcke übrigens alle in Größe L. Es ist zwar ein bisschen lockerer, aber ich habe es dann immer ein bisschen lockerer, wenn ich einen dickeren Pulli drunter ziehe. Dann hat man mehr Platz und man kann ein bisschen was essen. So, und dazu gab es natürlich den passenden Pin, wie immer bei den Sachen. Dann was von C&A. C&A hatte wunderschöne Weihnachtspullover und zwar hier diesen super süßen Pullover in Weiß. Es gibt auch einen schwarz mit Rollkragen, da überlege ich noch, ob ich mir den hole. Ich habe jetzt hier Größe L, ihr seht natürlich wie immer die Try-Ons. Was ich schade finde bei den ganzen Pullover, die könnten für mich einen Ticken länger sein. Ich weiß auch nicht, was das auch bei Shop Disney gibt. So schöne Pullover, aber die sind alle so kurz. Im Winter kurze Pullover geht für mich ja gar nicht. Da bekomme ich direkt eine Blasenentzündung und friere. Also ich bin ja eh so eine Frostbeule. Aber ja, dieser Pullover ist es geworden. Ich meine, er hat 36, 35 Euro gekostet. Ich weiß es nicht mehr genau, weil ich ihn mir in der Schweiz bei C&A gekauft habe. Und es da Franken war. Und aber ich packe euch den Link unten rein. Da könnt ihr auf jeden Fall mal schauen.
Ja, und dann hat mir eine liebe Followerin was von der Disney Wish mitgebracht. Ja, sie war auf der Disney Wish. Wir haben sie auf der Glow auch getroffen. Und da hat sie davon erzählt und meinte, sie ist auf der Disney Wish. Da habe ich gefragt, könntest du mir was mitbringen? Denn ich wollte unbedingt dieses T-Shirt haben von Cinderella mit der Disney Wish drauf. Das ist ja im Prinzip die Statue, die im Eingang steht von der Disney Wish. Mit dem Disney Wish Logo. Richtig schön, hier Größe M. Und hier an der Seite sind so kleine, keine Ahnung, so Flattermanschetten. Also das hätten sie sich auch ein bisschen sparen können, muss ich sagen. Das finde ich jetzt nicht ganz so ideal, aber gut. Ich glaube, das T-Shirt hat $40 gekostet. Bin mir jetzt aber auch nicht mehr so sicher. Also dieses Mal mit Preisen. Und dazu hat mir was, hat sie mir noch was Schönes dazugelegt. Und zwar, sie arbeitet bei No Makeup. Deswegen war sie auch auf der Glow. Da haben wir sie getroffen. Und hat mir das Liquid Refiner dazugelegt. Und die Nina hat mir gesagt, dass es wohl gerade mega der Renner ist, dieses Zeug. Ich bin gespannt, ich werde es testen. Ist wohl überall ausverkauft. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich bin mal sehr gespannt. Und dann hat es mir noch ein paar Pröbchen reingepackt. Machen wir weiter mit Primark. Und zwar war die Brina wieder für mich shoppen. Also ich war ja selbst einmal im Primark. Die Ausbeute seht ihr im Primark-Video selbst. Verlinke ich euch gerne bei dem i, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Die habe ich jetzt hier nicht mit eingefügt, die Klamotten, die ich mir da gekauft habe. Aber es gibt zwei Sachen, die Brina mir mitgebracht hat. Und zwar einmal dieses Mickey-Nudelsieb für 4,50 Euro mit kleinen Mickeys drin. Finde ich richtig süß. Richtig cute. Richtig cute. Der Daniel sagt immer, ich sage immer cute. Und dann hat sie mir, ich wusste gar nicht, dass das so riesig ist, das habe ich dann auch in Köln gesehen und dachte, oh, das ist aber groß. Und zwar diesen Minimaus, jetzt seht ihr euch selbst, also jetzt seht ihr meine Kamera im Hintergrund, wie das immer hier aufgebaut ist. Diesen Make-up Minimaus-Spiegel für nur 22 Euro. Also die Größe ist, der Preis und die Größe, das Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich echt gut. Und es ist nicht nur batteriebetrieben, sondern man kann auch endlich mal ein Kabel dranhängen. Das finde ich super. Weil ich habe zwar schon so einen Spiegel, der ein bisschen kleiner ist, auch mit Minimaus, aber da muss ich immer Batterien einlegen und die sind immer super schnell leer. Und immer dieses, dann vergesse ich immer, die nachzukaufen oder dann wieder reinzutun. Deswegen, das nervt mich. Finde ich super, dass hier ein Kabel dabei ist und dass man es auch direkt an Strom anschließen kann. Ja, ich denke, ich werde den anderen Spiegel, den ich aktuell habe, mit zu meinem Freund nehmen und den dann für hier und halt für meine zukünftige neuere Wohnung eingepackt lassen. Genau, das ist so der Plan. Dann habe ich was bei Bello Shop Hong Kong bestellt. Also Bello Shop HK. Gibt es auf Instagram und halt auch auf der Seite. Ich packe euch den Instagram-Link unten in die Infobox. Die kaufen nämlich Sachen in Hongkong, Tokio und Shanghai ein, soweit ich weiß, und schicken es nach Deutschland. Und da habe ich was Tolles gesehen und habe es mir bestellt. Und zwar diese Schlosstasche. Ich weiß ja nicht, aus welchem Resort die jetzt war, ob die aus Hongkong. Ich glaube, die war aus Hongkong. Bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Hier steht auch die Währung drauf. 3.900, was auch immer. Ich zeige es euch mal. Also ich habe umgerechnet mit Versand $78 bezahlt, US-Dollar. Und dann nochmal, glaube ich, 10 Euro Zollgebühren, genau, für die Tasche. Aber ich finde sie super schön. Ich habe noch keine Schlossumhängetasche und habe lange nach einer geliebäugelt. Es gibt ja diese richtig geile, die von Loungefly, aber die kriegst du ja für nicht, die ist ja unbezahlbar, wenn man die möchte, wenn die überhaupt jemand verkauft. Deswegen, ja, als Ersatz gibt es die hier, die ist auch nicht von Loungefly oder von irgendeiner anderen besonderen Marke, aber trotzdem mit Gurt, mit langem Gurt packe ich jetzt aber nicht aus. Ist jetzt nicht die größte Tasche, aber Geldbeutel und Jahreskarte passt schon rein. Dann hat mich ein Paket von Pampling erreicht, hatte ich ja tatsächlich auch lang nicht mehr. Eigentlich ist es auch nicht wirklich viel Disney. Es ist eigentlich nur ein angedeutetes Disney-T-Shirt. Der Rest ist Harry Potter und Sailor Moon. Aber ich möchte es euch trotzdem zeigen. Denn mit meinem Code MONIMAUS20 bekommt ihr immer noch ein paar Socken gratis dazu. Also schaut gerne mal bei Pampling vorbei. Viele fragen mich auch, oh, du hattest da so schöne T-Shirts und Motive. Das ist bei Pampling leider sehr... es ändert sich dauernd das Sortiment. Manchmal haben sie mehr Disney-Sachen, manchmal haben sie weniger Disney-Sachen. Die Sachen, die ich mal letztes Jahr hatte, gibt es oft nicht mehr. Das ist tatsächlich ein bisschen schade. Aber vielleicht kommt es ja wieder rein. Ich habe mich einmal für dieses T-Shirt entschieden. Und zwar dem roten Panda von Red. Und zwar steht da, I came, I saw, and I forgot what I was doing.
oder was? What I was doing. Genau. Manchmal hat man auch die Momente, man geht irgendwo in die Küche, wollte irgendwas machen und dann vergisst man's. Übrigens sollte man dann wieder zurücklaufen an die Stelle und dann würde es einem wieder einfallen, aber ja, fand das T-Shirt auf jeden Fall mega witzig. Ich trage hier Größe XL in dem Ladies Cut, weil die tatsächlich taillierter und kleiner geschnitten sind, also nur als Größenhinweis. Dann habe ich mir einen Pullover bestellt mit Harry Potter Motiv, denn wir sind ja im Januar bei Harry Potter in Hamburg, bei dem Theaterstück mit Daria. Und da es ja ein bisschen kalt ist im Winter in Hamburg, habe ich mir einen Pullover bestellt. Ich habe nämlich noch keinen richtigen schönen Harry Potter Pullover. Und der wird auf jeden Fall dann angezogen, das Hogwarts-Motiv hier. Ich habe hier eine Größe M, weil die Pullover unisex sind, also für Männer und für Frauen. Und dementsprechend etwas größer ausfallen. Also hier Größe M. Und ja, ich bin auch Sailor Moon-Fan. Ich habe nicht viele Sailor Moon Sachen, aber das ist mein absoluter Kindheitsanime. Ich war eh so ein Anime-Fan. Und deswegen habe ich mir dieses T-Shirt hier noch geholt mit Sailor Moon drauf. Richtig cool, auch in Größe XL. Also schaut da gern mal bei Pampling vorbei. Zeige ich euch jetzt meine Shop-Disney-Bestellung. Ja, irgendwie ist es im November bei Shop-Disney so ein bisschen wieder ausgeartet. Und ich muss die ganze Zeit auf die Preise gucken auf meinem Handy, weil irgendwie schreibt Shop-Disney keine Preise mehr dran. Sehr seltsam. Auf jeden Fall wurde es einmal dieser wunderschöne Spirit Jersey. Ich ärgere mich aber, dass ich ihn jetzt dann direkt bestellt habe. Es ist auch immer so, mittlerweile gibt es die Sachen immer länger, aber am Anfang, wo es die Spirit Jerseys gab, waren sie ja nach 5 Minuten ausverkauft. Deswegen bin ich immer noch so im Modus, ach, ich muss sofort bestellen, damit ich auch was bekomme. Mittlerweile ist der Spirit Jersey richtig gut im Sale, also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr ihn auch haben möchtet. Ich habe 78 Euro für den Pullover bezahlt. Aber der ist so, so schön. Und der ist natürlich auch so ein anderes Material vom Spirit Jersey. Und zwar so ein dickerer Winterstoff. Richtig kuschelig. Hinten auch, das ist gar nicht so eingedruckt, sondern im Pullover drin. Ja, mit der Mickey vorne. Ich liebe ihn und werde ihn auf jeden Fall jetzt mit in die Schweiz nehmen. Ja, aktuell, letzte Woche war er halt noch im Sale. Ich weiß nicht, ob es ihn immer noch gibt. Wenn es ihn gibt, findet ihr den Link unten in der Infobox. Jetzt muss ich weiterschauen nach den Preisen für den nächsten Artikel. Ja, als nächstes, ich habe lange mit mir gehadert. Wir waren auf dem Rückflug von Phuket nach Singapur. Und ich glaube, als wir in Singapur gelandet sind, habe ich gesehen, dass, oder was vorher, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, doch, irgendwann war es da. Habe ich gesehen, dass es diese Jacke bei Shop Disney gab. Die gab es ja vorher bei shopdisney.com schon und dann dachte ich, oh geil, die wäre schon super. Und als ich dann gesehen habe, dass sie online ist, weil ich es auf Instagram in irgendeiner Story gesehen habe, dachte ich, oh, du musst sie bestellen. Und als ich dann da war, gab es nur noch S. Und ich dachte mir, oh, weiß nicht, ob S mir passen wird. Ja, aber ich habe sie bekommen und finde sie super schön und war aber trotzdem mit mir am Hadern, ob S, also es passt. Ich kann jetzt keinen dicken Pullover drunter ziehen, also hier sowas wird, glaube ich, schon schwierig. Aber dennoch finde ich es super schön und habe sie behalten. Sie hat 68 Euro gekostet. Ja, ja. Aber so Jacken macht man ja eh nicht zu meistens, trägt man offen. Ist jetzt natürlich jetzt keine Winterjacke, aber dennoch super schön. Ihr habt sie ja im Try-On gesehen. Ja, und dann habe ich mir was von der Bambi-Kollektion bestellt, die jetzt relativ neu ist. Und zwar einmal die Untersetzer für 24 Euro. Da gibt es 4 Stück. Einmal Miss Bunny, dann Stinktier, Bambi selbst und Klopfer. Und die sind richtig schwer. Ich glaube, die sind sogar, ich weiß nicht, ob sie wirklich aus Holz sind. Also die haben auf jeden Fall diese Holzoptik. Seht ihr das? Und ich finde die wirklich sehr, sehr hochwertig, richtig schön. Und ich mag dieses Design auch von diesem Holz. Und als Untersetzer, also wirklich super schön. So sehen die aus. So richtig wie eine Baumrinde. Ja, mega. Deswegen habe ich mir sie gekauft, auch wenn sie wahrscheinlich in ein paar Wochen wieder im Sale sind. Und ich sage, warum hast du sie so früh bestellt? Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Bei der nächsten Sache, die ich mir auch bestellt habe, die ist zum Beispiel wieder ausverkauft. Ne? Also es ist wie im Disneyland Paris. Wenn man was will, sollte man es direkt bestellen. Entweder man hat kaufen, entweder man sagt sich, man hat Glück und es ist bald ausverkauft oder in ein paar Wochen ist es im Sale oder es ist immer noch da beim nächsten Besuch.
Das weiß man halt nie. Ja, aber das nächste Teil, wie gesagt, bereits ausverkauft. Und zwar diese Mütze mit Bambi für 24 Euro. Die hat sich Prina auch gekauft. Ich mag ja diese Berets, was auch immer, diese französischen Hüte, trage ich sehr, sehr gerne. Und jetzt auch noch mit Disney-Design, mit Bambi. Voll schön im Winter, auch diese Beige-Ton finde ich gerade aktuell, habe ich sehr, sehr viel in meinen Klamotten vertreten, mit Schuhen und Mänteln und Jacken und Schals, ne? Deswegen passt das mega schön und super für den Alltag. Also bin sehr happy, die Mütze bekommen zu haben. Wie gesagt, sie ist bereits ausverkauft. Und dann war das, wo es noch was von der Bambi-Kollektion, und zwar die Vase für 30 Euro. Die habe ich mir auf dem Bild ein bisschen größer vorgestellt. Aber dennoch wunderschön, jetzt auch für den Frühling. Einfach eine Blume rein, ganz dezente Bambi-Details hier. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Müsste ich dann schauen und euch den Link unten in die Infobox packen. Aber auch eine wunderschöne Vase. Ja, aber wie gesagt, nicht die größte. Dennoch mit einer schönen Blume in der Farbe vielleicht. Richtig schick. Ja, und in letzter Zeit gab es ja immer was öfter was gratis bei Shop Disney, wenn man was bestellt hat. Und ja, ich habe mir für die Bestellung einmal dieses Ornament ausgesucht, diesen Schlüssel mit Mickey und Minnie. Und da unten steht 2022 dran. Bin ich total süß. Und wenn es gratis gibt, ne, dann nimmt man das doch gerne mit. Aber weiter mit Disneyland Paris und der Sache, die ich nicht selbst gekauft habe, sondern wieder eine liebe Followerin mitgebracht hat. Denn es gab diese rosa Plüschkollektion an 2 Tagen unter der Woche für Jahreskarteninhaber. Und wir waren erst am Freitagabend angereist und hätten keine Chance mehr gehabt, die zu bekommen. Das ist auch so eine blöde Sache, weil was machen die denn jetzt mit den Sachen? Also ich glaube nicht, dass sie komplett ausverkauft waren und vor ein paar Tagen gab es sie dann wieder nicht. Vielleicht waren sie dann ausverkauft, man weiß es nicht. Aber naja, auf jeden Fall habe ich die rosa Plüschkollektion bekommen. Daniel meint, das sieht ein bisschen aus wie Bartvorleger. Das assoziiert er mit der Kollektion. Ich zeige sie euch jetzt. Das sind die Ohren. Er hat schon nicht Unrecht. Also es sieht schon ein bisschen aus wie Bartvorleger. Dennoch finde ich es irgendwie total cute. Und werde es wahrscheinlich im Februar mit auf unseren Trip anziehen. Ich weiß noch nicht genau, mal sehen, aber ich zieh mal die Ohren wenigstens an. Den Jersey seht ihr gleich hier im Try-On. Voll süß. Genau meine Farbe. Ich liebe ja rosa. Au! Oh nein. Oh nein! Ich bin hängen geblieben. Jetzt. Frisur kaputt. Egal. Genau, die Ohren waren 23 Euro, aber sie hat mir auch netterweise den Rabatt weitergegeben. Und dann gab es den passenden Spirit Jersey dazu. Der hat 90 Euro gekostet. Also die Spirit Jersey Preise gehen ja auch wie die Inflation schön weiter nach oben. Den nächsten Jersey, den ich euch zeige, ist ja auch so teuer gewesen, aber dennoch. Wunderschön ist halt ein Winter-Jersey, so wie der andere rosane von letztem Jahr mit den Pailletten. Das ist ja auch so ein dickerer Stoff gewesen. Der hat aber letztes Jahr, glaube ich, nur 75 gekostet. Wie gesagt, dieses Jahr sind wir schon bei 90 Euro. Ja, ja. Ja, der nächste Spirit-Jersey, den zeige ich euch dann auch direkt. Und zwar der nächste 90-Euro-Spirit-Jersey ohne Rabatt ist der hier. Der neue Christmas-Jersey in Gold. Wunder, wunder, wunderschön, wie ich finde. Da spalten sich aber auch die Gemüter. Der glitzert so schön, seht ihr das? Ja. Hinten die Pailletten mit Disneyland Paris, vorne der Santa Mickey. Deswegen, der muss gleich wieder zurück in den Koffer, den darf ich nicht vergessen, den möchte ich unbedingt nochmal in der Schweiz zur Weihnachtssaison anziehen. Dann habe ich ein Liebespaket von dem Inside Ears Team bekommen. Und zwar wurde jedem Inside Ears Mitglied das Buch zugeschickt, und zwar The Art of Disneyland Paris. Ja, vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Ich hätte mir das Buch eh selbst gekauft, aber als wir erfahren haben, dass jeder von uns ein Exemplar bekommt, habe ich mich umso mehr gefreut. Und ja, es kam jetzt nach meinem Thailand-Urlaub endlich an, hat ein bisschen gedauert. Und freue mich, da auch mal durchzublättern. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Infos zu allen Attraktionen, zum Bau, über die letzten Jahre, Phantom Manor und so weiter. Also das Buch gibt es auch noch zu kaufen im Disneyland Paris und kostet 50 Euro.
Und dann kommen wir zu den Disneyland Paris Einkäufen, die ich selbst gemacht habe in den letzten zwei Trips. Ich war ja im November zweimal da. Dafür werde ich im Dezember aber nicht hinfahren. Also kann ich jetzt schon mal sagen, im Dezember ist kein Disneyland Paris Trip geplant. Ich sehe gerade, mein Jersey hat ein bisschen von der Strumpfhose abgefärbt. Naja, kann man ja waschen. Ich kann euch mal kurz zeigen, das da sehe ich gerade. Aber das kann man rauswaschen. Kann man der Strumpfhose gestern, habe ich nämlich gestern an. Genau, also wie gesagt, im Dezember ist kein Disneyland-Paris-Trip geplant. Es war eigentlich, ein Trip stand im Raum. Es gibt ja jedes Jahr eine Inside Ears Weihnachtsfeier, Art Weihnachtsfeier. Die fällt aber dieses Jahr schlecht. Daniel und Brina konnten an dem Wochenende nicht und alleine hinfliegen. Ich müsste ja fliegen von Zürich aus. Wollte ich jetzt auch nicht, deswegen skippe ich das. Und es ist kein Disneyland-Paris-Trip für Dezember geplant. Eventuell fahre ich vielleicht in den Europa-Park spontan an einem Wochenende. Das weiß ich aber noch nicht. Ansonsten bin ich mal froh, ein paar Wochenenden einfach zu entspannen und mit meinem Freund zu genießen, über die Schweizer Weihnachtsmärkte zu schlendern. Und an Weihnachten bin ich ja wieder zurück in Deutschland bei meinen Eltern. Genau, also ich zeige euch, was ich mir im Disneyland Paris gekauft habe. Und zwar einmal diese Handschuhe. Passend zum Poncho. Haben 26 Euro gekostet. Sind richtig schön flauschig, auch drin gefüttert und haben natürlich auch die Touch-Funktion, wenn ich sie jetzt finde. Genau, hier sieht man es. Da sind so Nöppelchen dran, damit man auch das Handy bedienen kann. Ohne Rabatt 26 Euro. Dann wurde es, den habe ich ja schon so lange gesucht, das ist ja unglaublich gewesen, Schulterpascal. Den hätte ich schon vor Monaten gebraucht für einige Bounce, aber jetzt gab es ihn wieder in Disneyland Paris, aber jetzt wieder auch wieder ausverkauft. Also ich weiß auch nicht, diese Schulterpuppen sind ja so begehrt, das ist ja richtig extrem. 16 Euro hat der kleine Kerl gekostet und wie gesagt, kann man sich dann hier so auf die Schulter setzen und ihn überall hin mitnehmen. Passt super zu meiner anderen Schulterpuppenkollektion. Und ein weiterer Kollege kommt dazu und zwar Groot mit einer kleinen Weihnachtsmütze. Ist der nicht süß? Also richtig süß. Süß, 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 ist mein Begriff, ne? 20 Euro hat der gekostet, war ein bisschen teurer. Schon wegen seiner Weihnachtsmütze. Also, der ist schon süß. Daniel hat auch gesagt, in meinem ersten Weihnachtsvlog vom letzten Wochenende, könnte man ein Trinkspiel draus machen. Wie oft ich süß sage, ein Trinken, dann wird man wahrscheinlich ein Sitzen haben, wenn man das Video zu Ende geguckt hat. Dann wurde es die 30er-Jahre-Jacke, die wir ja auch schon lange gesucht haben mit Brina, die ja immer ausverkauft war, hat 70 Euro gekostet ohne Rabatt. Hat hier vorne die 30 drauf, hinten hat sie nichts, aber hat diese schöne Holo-Optik und ist innen auch tatsächlich gefüttert. Also die ist auch ein bisschen dicker. Nichts für den Sommer, eher so Frühjahr. Und die wird auf jeden Fall nächstes Jahr angezogen werden im Disneyland Paris. Ich möchte die unbedingt zum 30. Geburtstag nochmal ausführen. Ja, dann sind so ein paar kleinere Sachen geworden. Und zwar hat mir Daniel ja eigentlich, als wann war das? Irgendwann, als die Avengers-Tasse rauskam, habe ich ja noch nicht nach Disneyland Paris geschafft. Und ich hatte natürlich Angst, dass sie wieder ausverkauft ist, obwohl es sie jetzt am Wochenende auch noch gab. Hat mir Daniel lieberweise eine Starbucks Avengers Campus-Tasse mitgebracht. Jetzt gibt es die Tasse nämlich auch in der Avengers Campus Version. Spider-Man und Web Adventure, dem Iron Man, dem Avengers Campus Zeichen, den Quinjet. Ja, richtig coole Tasse und musste natürlich mit zu meiner Kollektion. Ja, bin sehr froh, sie bekommen zu haben. Wo ich ja nicht der größte Marvel-Fan bin, aber er gehört ja zu Disneyland Paris, der Avengers Campus, und der ist cool. Dann gab es eine Marmelade, ja, Disneyland Paris Weihnachtsmarmelade, eine Frucht. Zimtmarmelade, ich weiß nicht, welche Frucht das ist. Ich muss noch mal gucken. Steht nur Jam with Red Fruit and Cinnamon, also rote Früchte, Zimtmarmelade. Kostet 8 Euro, ist jetzt nicht mega günstig, aber ich finde es jetzt für Weihnachten eine super süße Geschenkidee und die ist sogar Bio, so Organic Winter Berry Jam, genau, also ist sogar eine Bio-Marmelade. Eine habe ich für mich gekauft, eine werde ich verschenken an Weihnachten. Ja. Finde ich richtig süß. Also das, wie sie schmeckt, kann ich euch leider nicht sagen. Ich habe es meine noch nicht aufgemacht. Dann gibt es einen Kugelschreiber für 6 Euro. Und zwar ist es so ähnlich wie vom 30. Geburtstag, nur hier einmal mit Schloss und verschiedenen Farben.
Liebe ich ja fürs Büro oder so. Hat man immer was von Disneyland Paris dabei. Und die letzten zwei Sachen haben wir uns jetzt am Wochenende gekauft mit Brina. Ansonsten habe ich am Wochenende nichts geshoppt. Und zwar einmal eine, eigentlich ist es eine Mutter-Kind-Kette gewesen, aber wir haben es als Freundschaftsketten definiert und ihr habt abgestimmt, wer welche bekommt. Ich habe die kleinere bekommen von den zwei, war ein Zweier-Set. Ich weiß auch leider nicht mehr, was es gekostet hat. Aber ist in meinem letzten, in meinem ersten Vlog von der Christmas Season drin. Da habe ich die Preise auch erwähnt. Ja, für mich gab es die kleinere Kette. Brina hat die größere bekommen. Und ich habe Chip bekommen als Armband und Brina das Dale-Armband. Das habt ihr auch abgestimmt auf Instagram, wer welches Armband bekommen soll. Ja, ich habe das Best und Brina hat das Friends-Armband mit Dale drauf und ich habe Chip. Voll süß. Also das, die Kollektion finde ich toll, kann man super als Freunde sich teilen oder halt als auch Mutter, Kind. Ja, mega süß. Und das war's. Das ist alles, was ich mir im November gekauft habe. Dieses Mal ist es ja ein bisschen mehr geworden. Also, aber es war auch der letzte Monat hier in Deutschland. Da musste ich nochmal auf die Kacke hauen. Wer weiß, was im Dezember noch kommt. Ob was kommt, das wissen wir nicht. Ja, wie geht's weiter? Ich habe es ja schon erwähnt. Wenn ihr das Video seht, bin ich bereits in der Schweiz. Es ist mein erstes Wochenende in der Schweiz. Es werden auf jeden Fall Auswandervideos kommen von meiner ersten Woche. Wie es mir ergangen ist, was ich mal gemacht habe, wie der Job ist und so weiter. Also da wird es Content geben. An den Wochenenden im Dezember ist bisher nichts geplant, außer dass Brina an Silvester kommt. Ich bin einmal mit einer Arbeitskollegin auf einem Züricher Flughafen am Weihnachtsmarkt. Da werde ich bestimmt auch mal vloggen, weil es auch mit Konzert ist und so weiter. Ansonsten werdet ihr sehen, was kommt. Auf Instagram poste ich ja immer, welche Videos in der Pipeline stehen und welche Videos euch erwarten in den nächsten Tagen. Also schaut da immer auf Instagram in meinen Stories vorbei, wenn ihr mir noch nicht folgt. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Es wird auf jeden Fall noch ein Q&A geben. Das werde ich auf Instagram dann posten in den Stories und dann hier abdrehen für YouTube. Und Moni fragt mit meinem Freund wird im Dezember auch noch kommen. Das verspreche ich euch. Da könnt ihr mir dann die Fragen, die ihr meinem Freund stellen wollt, auch auf Instagram in die Fragebox immer schreiben, in der Story. Also, es gibt noch genug Content. Es wird nicht langweilig auf meinem Kanal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, dann sehen wir uns ganz bald wieder.